In der Europäischen Union ist am 1. August 2024 der AI Act in Kraft getreten. Das Gesetz soll einheitliche Regeln zum Einsatz künstlicher Intelligenz in Europa schaffen. Nun haben die Mitgliedstaaten 2 Jahre Zeit, die Vorgaben in nationales Recht umzuwandeln. Ziel ist es, sicherzustellen, dass KI-Systeme die Grundsätze größtmöglicher Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Fairness und Umweltfreundlichkeit einhalten. Wie soll dieses Ziel erreicht werden? Natürlich durch strengere Regulierung der KI-Anwendungen. Ursula von der Leyen, ihres Zeichens Präsidentin der Europäischen Kommission, ist sehr stolz darauf, dass wir Europäer die Menschen und ihre Rechte in den Mittelpunkt stellen. We Europeans have always championed an approach that puts people and their rights at the center of everything we do. Daher ist es ein zentraler Aspekt des AI Acts, dass die Überwachung und Steuerung dieser Systeme nicht bzw. nicht ausschließlich durch andere Technologien erfolgt, sondern durch Menschen. Und um diese Menschen anzuleiten, soll laut EU-Kommission bis Anfang nächsten Jahres ein Verhaltenskodex für Anbieter von KI-Modellen fertiggestellt werden. Je nach Risikoeinteilung müssen die Anbieter unterschiedlich strenge Anforderungen erfüllen. KI-Anwendungen, die gegen EU-Werte verstoßen, werden komplett verboten. Zum Beispiel, wenn sie Menschen nach Hautfarbe, politischen oder religiösen Ansichten oder sexueller Orientierung einteilen. Oder aber in Verhaltenskategorien, wie es zum Beispiel im Rahmen von Social Scoring-Systemen, beispielsweise in China, praktiziert wird. Ebenfalls grundsätzlich nicht erlaubt sind Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, sowie Modelle, die am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen auf die Erkennung von Emotionen abzielen. Verstöße bedeuten erhebliche Strafen. Der Einsatz unzulässiger Technologien kann beispielsweise mit bis zu 35 Millionen Euro geahndet werden oder mit einer Strafe in Höhe von bis zu 7% des weltweiten Jahresumsatzes der ungehorsamen Unternehmen. Stimmen aus der Industrie melden indes Bedenken an. So warnte beispielsweise der Bundesverband der deutschen Industrie, dass Unternehmen Nachteile gegenüber der Konkurrenz aus den USA und China haben werden. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft wünscht sich einen Kompromiss aus dem Schutz des Individuums einerseits und einem innovationsfreundlichen Umfeld andererseits. KI zu regulieren ist wichtig. Gleichzeitig braucht es für Innovation bürokratiearme Lösungen, die gleichzeitig den Schutz von Grundrechten und Rechten Einzelner gewährleisten. Wie sich dieser Kompromiss in der Praxis ausspielen wird und ob die Europäische Union im globalen Wettlauf um die disruptive Technologie bestehen wird, bleibt abzuwarten. In der Europäischen Kommission jedenfalls gibt man sich positiv. So with our Artificial Intelligence Act, we create new guardrails, not only to protect people and their interests, but also to give business and innovators clear rules and certainty. Mit Ursula von der Leyen haben wir immerhin jemanden an der Kommissionsspitze, die nicht nur über ein tiefgreifendes technologisches Verständnis verfügt, wie es bei Berufspolitikern, die seit 20 Jahren von Amt zu Amt hüpfen, ebenso üblich ist, sondern auch ein leuchtendes Vorbild in Sachen Transparenz und Integrität. Jemanden, die diese Werte nicht nur predigt, sondern auch selbst vorlebt. Daher versteht es sich natürlich von selbst, dass Frau von der Leyen und ihre Kollegen im EU-Parlament ganz genau wissen, welche die Interessen der Menschen sind und wie sich diese am besten schützen lassen. Genauso wie sie weiß, dass Innovation durch Regulierung, Richtlinien und Verbote überhaupt erst so richtig befeuert wird. Die Vergangenheit zeigt ganz klar, nirgends macht sich der Fortschritt so sehr bemerkbar wie in einem eingeschränkten, bürokratischen und klar vordefinierten Spielfeld.